bin Kunsthistorikerin. Ich beschäftige mich seit Jahren mit den Geschichten, die hinter den Objekten stehen. Ich habe jetzt hier etwas mitgebracht. Das ist ein Biedermeier Reisebesteck von 1830. Um einfach auch fortzuführen, woher das Wort Besteck kommt. Das kommt nämlich von dem Ausdruck Beisteck. Man hatte früher das Besteck einfach bei sich eingesteckt, ja, und hat das mitgebracht. Hier zeige ich noch ein besonderes Messer. Weiß jemand, wofür das ist? Das ist für Zitrusfrüchte mit dem Kern. Da wird der, da wird der Kern dann entfernt. Ne? Ja, hier zeige ich noch so ein entzückendes Reisebesteck. Der Firma Zirk. Mich hätte interessiert, ob ihr wisst, wofür welche Gabel ist. Der Sardinenheber. Ein Must-Have. Also falls ihr noch nicht wisst, was ihr euch zu Weihnachten wünscht. Das ist bitte keine Fleischgabel, sondern für Brot. Das ist nichts Österreichisches, das ist was Englisches. Das finde ich immer besonders faszinierend. Da gehört nämlich das hier dazu. Ja. Was könnte das sein? Das finde ich immer so köstlich. Die Engländer haben kein eigenes Wort für Sauerkraut. Die verwenden ja unser Wort, aber haben ein eigenes Besteck. Sauerkraut-Vorlegebesteck. Das ist eine spezielle Gabel, um Obst zu essen. Und zwar hier ist das ja so nett, dass sie dir das sogar eingraviert haben. Das ist eine Melonengabel, mit der du sowohl das Obst schneiden kannst, als auch aufpixen. Darf ich fragen, wie viele Gabeln sieht's aus? Ja, ich könnte wahrscheinlich einen Tisch für 100 Personen decken. Ah, ja, vor allem die englische Queen ist oft sehr gelangweilt durch ihre eigenen Gäste und die gibt durch die, also so wie sie das Besteck hinlegt, weiß der Maître de Service, also das ist dann schon jemand höher gestellte, weiß dann, dass er irgendwie diese Gäste möglichst bald rauskomplimentieren muss. Mein Name ist Cole Demar, ich bin der Küchenchef, bin verantwortlich für die Kulinarik hier im Hause. Meine rechte Hand, der Franz Klimkliniker, und sie auch ein bisschen jetzt auch da hineinführt, wie wir den Altwiener Apfelstrudel zubereiten. Ja.